flüchtet Cesare davon! Addio. Thank you.
Ezio, wie du weißt, wurden alle meine Erfindungen zerstört. Doch durch diese Wirren konnte ich etwas nur für dich herstellen. Was ist das? Mit dem Gerät kannst du aus jeder Höhe sicher landen. Nicht so unhandlich wie die Flugmaschine. Du kannst es überall hin mitnehmen. Grazie, Leonardo. Ihr seid nicht alleine! Schaut weg! Mal. Facciamo un nuovo. Was tust du hier? Ich kam gerade nach Florenz zurück. Schau dich an. So schön wie eh und je. Aber Ezio, es ist 2 Jahre her. Und ich habe nur an dich gedacht. Aber Ezio... Was ist denn? Ich bin verlobt und werde heiraten. Mein Vater drängte mich zu einer Entscheidung. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ah! Es ist Manfredo! Er wird ihn umbringen! Wer? Ein Kerl, an den er Geld verlor. Er hat ihn zum Ende der neuen Brücke gezerrt. Wer zur Hölle ist Manfredo? Mein Verlobter!
spät dazu. Ich kann nichts dafür. Ich wollte euch das Geld heute geben. Aber eine Zahlung kam zu spät. Du kannst nicht entkommen. Grazie, Signore. Ihr wisst nicht, wie knapp. Oh, ey, wartet! Was tut ihr denn? Liebst du sie? Was? Ob du sie liebst? Christina, die Frau, die du heiraten sollst. Ja, das tue ich. Ich schwöre es. Tötet mich jetzt und ich sterbe voller Liebe zu ihr. Du wirst nie wieder spielen, verstanden? Niemals, Signore. Du wirst ihr ein guter Ehemann sein. Oder ich spüre dich auf und bring dich um. Ihm geht's gut. Er wird dir ein guter Mann sein. Dafür habe ich gesorgt. Was? Das Concilio bittet alle. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes. Aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren.
Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini. Wir sind stolz auf unsere gute Qualität zu gerechten Preis. Ihr könnt doch nicht einfach das tun, was euch will. Nächstes Mal. Geht es vielleicht noch unverschämter? Wirklich? Heilung! Tränk! Sieht schon stärker aus. Wir haben ein ehrliches Geschäft. Oh, Dio. Hier gibt es keine aufgeblasenen Preise. Mager. Heute bin ich wahrhaft gesegnet. Zwei neue.
habt Nerven. Das ist wohl keine gelungene Vorstellung.